hohem Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum stimmet alle ein in den Jubelston. Denn es kommt das Heil der Welt von des Vaters Thron. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Licht auf dunklen Wegen, unser Licht bist du. Denn du führst die dir vertrauen ein zur seligen Ruhe. Durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Was wir anderen taten, sei getan für dich. Das Bekennen jeder muss, Christkind kam. Für das herzliche Willkommen. Ja, und willkommen Ihnen zu Hause zu einem ganz besonderen Weihnachtskonzert hier aus dem großen Festsaal der weltberühmten Wiener Hofburg. Ja. Ich muss sagen, ich erfülle mir selbst heute mit diesem Konzert einen lang ersehnten Herzenswunsch, denn schon lange habe ich davon geträumt und nun ist es endlich soweit. Ich darf Ihnen heute Abend die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder präsentieren. Und vor knapp 2 Jahren haben wir mit den Vorbereitungen für mein Weihnachtsalbum begonnen. Ich bin in dieser Zeit immer wieder nach London geflogen, um an diesem großartigen Projekt zu arbeiten. Und um dem Werk noch die Krone aufzusetzen, haben wir uns entschlossen, mit einem der berühmtesten Orchester der Welt aufzunehmen. Und ich bin wahnsinnig froh, dass Sie heute Abend mit nach Wien gekommen sind, unter der Leitung von Dirigent Richard Balcombe, the Royal Philharmonic Orchestra. Richard, it's a great honor to have you here. And welcome to all of your 70 wonderful musicians. Thank you so much, ladies and gentlemen. Ja, man kommt ja nicht alle Tage in die Wiener Hofburg. Also, ich genieße es jetzt schon und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ihr es hier in Wien, in dieser wunderschönen Hofburg auch genauso genießt und Sie zu Hause auch. Also, lassen Sie uns einfach gemeinsam auf Weihnachten einstimmen. Ich freue mich drauf. No.
Seit ziemlich genau 200 Jahren wird O du Fröhliche überall gesungen und ist somit eines der bekanntesten Weihnachtslieder. 200 Jahre, also das toppen diese jungen Herren hier hinter mir locker, denn ihren Chor gibt es schon seit über 500 Jahren. Sie sind bekannt auf der ganzen Welt und mich hat es natürlich gereizt, sie auch mit dabei zu haben. Auch sie werden mich heute den ganzen Abend begleiten. Schön, dass ihr alle da seid. Die Wiener Sängerknaben! Ich danke euch. Bis gleich. Locken mit heiligem Haar.
The fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kissed night, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm, oh so warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Auf allen Wegen mit uns ein.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit ein Baum von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Dankeschön. Oh, der Tannenbaum. Ja, die Tannenbäume sind ja wahrscheinlich in jeder Familie ein sehr wichtiger Aspekt. Zumindest war es in unserer Familie so. Also den perfekten Baum zu finden, das war gar nicht so leicht und vor allem hat es lange gedauert. Ich habe mir sagen lassen, dass der Durchschnitts-Weihnachtstannenbaum hierzulande exakt 1,64 Meter groß ist. Das ist heute mit Schuhen, ja, sowas. So groß. Da muss ich ganz ehrlich sagen, unser Baum fiel dann doch immer ein bisschen größer aus. Wir haben da immer sehr viel Wert drauf gelegt, den perfekten Baum zu finden. Der musste die ganze Ecke ausfüllen und natürlich bis hoch an die Decke ragen. Und naja, mein Papa und ich haben jedes Jahr geschmückt. Und das Schöne daran war eigentlich, als wir mit dem Schmücken fertig waren, lag ich dann in Papas Arm auf dem Sofa und dann hat er Geschichten für mich erfunden. All die Tierchen und Figuren, die wir aufgehängt hatten, wurden dann plötzlich lebendig in seinen Geschichten. Und ja, seine Fantasie kannte eigentlich keine Grenzen. Ich hätte ihm ewig zuhören können. Von daher, Papi, vielen Dank für diese wunderschöne Zeit, die ich da als Kind mit dir verbringen durfte. Danke. Und da ich jetzt schon so in Erinnerungen schwelge, kann ich mir gut vorstellen, wie vielen Kindern es da draußen so geht. Also, dass sie es nicht mehr erwarten können, bis der Nikolaus endlich kommt. Und ich kann mir vorstellen, ja, den Wiener Sängerknaben will es wohl ganz genauso gehen. Lasst uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus abends da, bald ist Nikolaus abends da. Dann stell ich den Teller auf, Nikolaus legt's gewiss was drauf. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Nikolaus abends da, bald ist Nikolaus abends da. Musik.
Jetzt bringt Niklaus was für mich. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolaus abends da. Bald ist Nikolaus abends da. Wenn ich aufgestanden bin, lauf ich schnell zum Teller hin. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolaus abends da. Bald ist Nikolaus abends da. Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann.
Dankeschön. So. Ich mach's mir jetzt mal ein bisschen gemütlich. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben? Wer hat das Rezept verschleppt? Naja, na dann müssen wir es packen. Einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Das stimmt. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. So, bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind's die Finger? Erstmal auf den Ofen blechen, warten wir gespannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knecht eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ich habe mir zauberhafte Kinder aus Wien eingeladen. Ach, ihr Süßen. Das habt ihr so schön gemacht. Ich habe es richtig genossen, mit euch zu singen. Und ja, in der Weihnachtsbäckerei, das haben wir gerade gesungen. Sag mal, wer backt denn von euch noch mit Mama und Papa oder Papa? Also, ach, alle? Ja, sehr brav, das habe ich auch immer gemacht. Stimmt's, Mama? Ja. Und ich backe auch heute noch sehr, sehr gerne. Was sind denn eure Lieblingsplätzchen eigentlich? Schokokekse. Schokokekse, Lebkuchen, Vanillekipferl habe ich gehört. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, mögen wir ja alle Plätzchen, ne? Eigentlich sind sie alle toll, ja. Kennt ihr eigentlich noch, also das ist jetzt, ja, da wart ihr zwar noch nicht geboren, aber es gab in den 80er Jahren eine, oder gibt es immer noch, eine bekannte Gruppe namens Wham. Sagt euch die was? Nein. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, das nächste Lied, das kennt ihr ganz bestimmt. Und ich hatte das große Glück, ein Duett aufzunehmen mit einem großartigen Künstler. Und wie das aussieht, das sehen Sie jetzt. Thank you.
Ricky Martin, thank you so much. Oh my God. Oh. What are you talking about? Thank you so much. No. For letting me be part of this project, this beautiful project. Thank you. Christmas.
Kinderlein, kommet, oh kommet doch ein zur Krippe, herkommet in Bethlehems Stall und seht, was in dieser hochheiligen Nacht der Vater im Himmel für Freude uns nahm. O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei des Lichtleins hell glänzender Strahl, in reinlichen Windeln das himmlische Kind, viel schöner und holder als Engel sind. Das Kindlein auf Heu und auf Stroh, Maria und Josef betrachten es froh. Die redlichen Hirten knien betend davor, hoch oben schwebt die Jubel der Engel ein Chor. Thank you.
als Kinder an. Ja, die heilige Nacht. Weihnachten an sich ist ja ein Fest der Tradition und ich bin mir ziemlich sicher, jede Familie hat so ihre ganz eigenen Rituale. Also bei uns war es in der Vorweihnachtszeit neben dem Skilanglauf immer ein Ausflug an irgendeinen zugefrorenen Weiher. Und wie könnte es bei den Fischers anders sein? Wir haben dann den ganzen Tag mit der Familie im Wald verbracht. Und auch da muss ich sagen, das sind einfach wunderschöne Kindheitserinnerungen. Und ein Ritual, was mit Sicherheit auch in vielen Familien stattfindet, wir singen jedes Jahr zu Weihnachten Lieder. Ne? Alle bekannten Weihnachtslieder, das ist auch bis heute noch so geblieben. Und ich dachte eigentlich, dass wir eigentlich alle Weihnachtslieder im Repertoire haben. Aber ich habe mich geirrt, denn zur Vorbereitung auf dieses Weihnachtsalbum habe ich festgestellt, ein Lied musste ich tatsächlich noch ein bisschen kennenlernen. Sie werden es wahrscheinlich gleich erkennen, denn es gehört zu den deutschen Weihnachtsklassikern. Es ist ein Ros entsprungen. Es ist ein Ros entsprungen aus einer Wurzelsaat. Gottes Ewigen Rat.
you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're away, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. Gehört zu meinen Favoriten, weil es einfach gute Laune macht, oder? Ja. Und Santa Claus, den kennen natürlich alle. Alle lieben Santa Claus, den freundlichen Herrn mit dem Rauschebart, seinem roten Mantel, der standesgemäß immer im fliegenden Rentierschlitten unterwegs ist. Ja, viele denken ja, Santa Claus ist eine Erfindung aus Amerika. Nix da. Santa war ursprünglich Europäer. Ja, der Brauch stammt aus dem 17. Jahrhundert, als niederländische Auswanderer ihren Sinterklaas nach New York brachten. So ist das. Bald ich
still und starr ruht der See. Weihnachtlich glänzt der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. Freue dich, Christkind. Thank you.
Dank. Danke euch. Vielen Dank. Figgy pudding, now
bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and a cup of good cheer. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy new year. Mensch, ihr Süßen, ihr begleitet mich ja heute schon den ganzen Abend. Es wird Zeit, dass wir auch mal miteinander plaudern, oder? Ja. Sag mal, das Weihnachtsessen, das ist ja sehr traditionell bei uns in Deutschland, also zumindest in einigen Familien. Bei uns war es immer ein bisschen, ja, ich sag mal untraditionell. Also wir haben mal Fisch gegessen, wir haben mal Braten gegessen, mal gab es die Weihnachtsgans. Also meine Mutter war da aufs, jedes Jahr aufs Neue kreativ. Was gibt's denn bei euch so zu Weihnachten? Traditionell wird da traditionell noch gekocht? Also was esst ihr denn in Wien hier so? Ein Karpfen. Ein Karpfen. Bei euch gibt es Schweinsbraten? Na schau an. Und Würstel? Würstchen mit Sauerkraut? Esst ihr so? Ach, mit Kartoffelsalat meine ich. Manchmal. Ja, du machst deiner Mami natürlich sehr leicht, ne? Was würdest du dir denn dieses Jahr zu Weihnachten wünschen? Eine Gans. Ja. So, Mami. Ne? Die Gans muss es geben. Wir haben ja jetzt gemeinsam ein Lied vorbereitet, ja, das eigentlich ursprünglich ein Lied über ein Pferdeschlittenrennen gedacht war. Ich bin froh, dass es anders gekommen ist, sonst hätten wir jetzt nicht so viel Spaß. Möchtest du denn sagen, wie es heißt? Oder du, Alexander, egal, möchtest du sagen? Sag's doch einfach alle gemeinsam, oder? Was singen wir jetzt? Jingle Bells. Juhu! In a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Two ago, I thought I'd take a ride, and soon my Mr. Ride was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we got upset. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Your lips, she drew the hallelujah.
cry that you hear at night. It's not someone who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Gospel choir from Vienna. Heilige Nacht, alles schon.
And thank you, the Royal Philharmonic Orchestra aus London.